Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Kitschkrieg Bundle von Kitschkrieg. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kitschkrieg von Kitschkrieg, das Ganze am 7. August erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, wir haben hier ein Bundle mit recht ungewöhnlichem Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal das Album auf Doppelvinyl. Dann haben wir hier einen Bildband, der ist ziemlich mächtig, also hier ein ziemlich dickes Buch. Und zusätzlich gab es noch diverse Sticker. Ja, man konnte sich, ich glaube wir haben fünf Sticker hier, genau, fünf Sticker. Man konnte sich das Bundle mehr oder weniger selbst zusammenstellen. Also es gab hier ohne Ende Variationen. Man konnte das Album auf CD nehmen oder eben, wie ich es gemacht habe, auf Doppelvinyl. Man konnte diesen Bildband nehmen, Shirts, andere Textil-Merchandise-Artikel, was auch immer. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe mich entschieden für das Bundle Doppelvinyl mit dem Buch. Ich glaube, die Sticker sind überall dabei. Okay, als erstes würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Album, in diesem Fall mit der Vinyl an sich. Die kommt hier in einem Gatefold und ist noch eingeschweißt. Das Ganze gab es übrigens nicht regulär zu kaufen, sondern wirklich nur exklusiv über den Shop von Kitschkrieg. So, dann machen wir mal die Folie ab. Und so sieht das dann aus. Also vom Cover her, wie man es kennt von der Crew Kitschkrieg, sehr minimalistisch gehalten. Also wir haben hier ein schwarzes Gatefold mit dem klassischen, dem bekannten weißen Kitschkrieg Schriftzug. Darunter noch ein Verbraucherhinweis auf Englisch. Ansonsten hier wirklich alles in schwarz. Auf der Seite Kitschkrieg, dann hier die Katalognummer von Soulforce Records. Hier unten gibt es noch ein Logo und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Ja, wir haben hier Tracks, 12 Stück an der Zahl. Und wir haben hier Features ohne Ende. Denn nachdem Kitschkrieg ja ein Künstler, eine Künstlercrew, eine Produktionscrew mehr oder weniger sind, haben die hier natürlich auch diverse Gastmusiker, vor allem Rapper, auf ihr Album geholt. Und dementsprechend umfangreich ist auch die Featureliste. Also, wir haben hier Features mit dabei von Gringo, Uvo361, Tretmann, Chizzes, Jamule, Crow, Unmaikantereit, Tretmann, Miss Platinum, Materia, Max Heere, Skinny Blackboy, Bones MC, Vibes Cartel, Peter Fox, Tretmann, Jan Delay, Modeselektor, Craig Ignatz, Ellie Neumann, Tretmann, Rin, Cool Savage, Nena und nochmals Tretmann. Ja, also ich glaube, der hier am häufigsten drauf ist, ist auf jeden Fall Tretmann. Daher kennt man, oder zumindest ich, vor allem auch Kitschkrieg durch die Zusammenarbeiten damals mit Tretmann. Dann haben wir noch einen Barcode, Label, okay. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, hier lesen wir auch wieder Kitschkrieg. Sieht so nach Live-Auftritt aus, hier schwarz und weiß. Und hier zwei Drittel von Kitschkrieg zu sehen. Das Produzentenduo eben. Dann schauen wir mal ins Innenleben. So, das ist die linke Seite. Und da ist sogar noch mehr drin. Und dann haben wir die rechte Seite. So. Gut, jetzt ist die Doppelvinyl, das Gatefold leer. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also zum Ersten haben wir zusätzlich zu den Vinyls noch ein Booklet, glaube ich mal. Wir schauen mal. So, was haben wir hier? Nein, es ist ein riesengroßes Poster. Und zwar sieht das Ganze so aus. Einmal hier der bekannte Schriftzug. Kitschkrieg, weiß auf schwarz. Und wenn wir hier das letzte Drittel auch noch aufklappen, dann haben wir hier, Moment, so,
Das sind dann wohl die Album-Credits. Heftiger Scheiß. Also man hat hier tatsächlich alle Lyrics, ich hoffe, man kann das hier halbwegs erkennen, die gesamten Lyrics aller Tracks draufgepackt. Also hier ist wirklich Wort für Wort eines jeden Tracks abgedruckt. Darunter haben wir dann auch noch die Infos, die Credits. Ja, also das ist auf jeden Fall mal eine Menge Text. Und auf der Rückseite haben wir ein Poster im Querformat. Und hier haben wir eine Collage, schwarz und weiß. Und hier haben wir jede Menge Fotos von Kitschkrieg. Ja, die Jungs und das Mädel, also zwei Jungs und ein Mädel, waren viel unterwegs, wie wir sehen können. Und all diese Eindrücke hier wurden natürlich auch dokumentiert hier mit Fotos. Und das ist dann hier so ein Gesamteindruck davon. Okay, also das Poster beidseitig bedruckt. Einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Dann haben wir natürlich noch die Vinyl mit dabei. Vinyl Nummer 1 ist diese hier. Kommt in einer schwarzen Papierhülle. Hier innen noch mit Folie. So, das ist Vinyl Nummer 1. Hier lesen wir Kitschkrieg, Seite A, 45 Rounds per Minute, Stereo. Und darunter dann auch noch die Tracks. Also drei Tracks hier auf der A-Seite, auf der Rückseite die B-Seite mit weiteren drei Tracks. Dann packen wir das Ganze wieder zurück in die Folie. Und kommen zu Vinyl Nummer 2. Die kommt natürlich auch wieder in einer schwarzen Papierhülle. So sieht die dann aus. Kitschkrieg Seite C mit drei Tracks. Und zuletzt die D-Seite. Natürlich auch wieder mit drei Tracks. Also vier Seiten, a drei Tracks, ergibt wie gesagt insgesamt 12 Stück, 12 Tracks. Und darüber hinaus haben wir dann auch noch einen Album-Download-Code. So sieht das aus. Wir haben hier so einen kleinen Zettel. Danke, dass du unser Album gekauft hast. Zum Einlösen des Gutscheins besuche bitte kitschkrieg.de, download und gib den Code ein. Also speziell bei Vinyls immer eine schöne Sache. Dann hat man auch noch die Möglichkeit, das Ganze digital runterzuladen und ist nicht alleinig auf den Plattenspieler angewiesen, sondern kann das Ganze eben dann auch noch digital anhören oder sich runterladen. Ja. So, zusätzlich haben wir wie gesagt auch noch Sticker mit dabei. Es sind 5 Stück. Einmal hier quadratisch der Kitschkrieg-Sticker, ebenfalls quadratisch, nur eben kleiner. Dann einen mit Standard, einen mit Kitschkrieg ausgeschrieben und einen mit Soulforce Records. Wie gesagt, 5 Sticker, quadratisch und rechteckig. Und als nächsten Bundle-Inhalt haben wir dann hier den mächtigen Bildband. Wie gesagt, der ist echt ordentlich schwer, also der wiegt einiges, ist ein dicker Hardcover-Bildband. Hier in Schwarz gehalten, auch hier lesen wir wieder Kitschkrieg. Auf der Seite auch nochmal sowohl das hier als auch dann der klassische Schriftzug. Und dann hier noch ein Foto. Hier sehen wir Kreuzberg, Berlin 2020. Also auch hier sehen wir wieder die drei Beteiligten. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir rein. Kleine Besonderheit an diesem Bildband ist, dass man sich den bei der Bestellung vorab entsprechend widmen lassen konnte. Also man hatte, glaube ich, so 90 Zeichen oder so ungefähr um den Dreh rum zur Verfügung. Und dann konnte man sich eine Widmung reinschreiben lassen von Kitschkrieg persönlich. Das habe ich in diesem Fall gemacht. Und zwar lautet meine Widmung, hier lesen wir es unter dem Kitschkrieg-Schriftzug. Ups. Das Schiff, das im Hafen liegt, ist sicher, aber dafür wurden Schiffe nicht gebaut. Herz Kitschkrieg. Ja, diese Widmung, dieses Zitat habe ich mir selber ausgesucht. Ist eines meiner Lieblingszitate so generell und bedeutet eben oder steht eben dafür, dass man auch mal was riskieren soll, dass man auch mal Mut haben sollte und sich nicht immer so in seiner Komfortzone ausruhen oder verstecken sollte. Ja, gut, dann schauen wir mal rein. Also als erstes haben wir hier dann noch eine
richtige Widmung von Kitschkrieg in diesem Fall. Lesen wir: Hallo, meine Aufgabe direkt von Ahudet, offiziell per WhatsApp zugeteilt. Schreib mal bitte ein Intro fürs Buch, den Albumpart, irgendwie bis 17 Uhr. In 2 Stunden, klasse Sache. Aber hey, wir haben schon Schlimmeres überstanden. Und was haben wir gelernt? Wenn die Zeit drängt, ist die erste Idee die beste. Also, wir nehmen einfach diesen zum Heulen schönen Part des Pressetextes, den David gerade geschickt hat, weil jede Silbe sitzt, jedes Bild ballert und ich das jetzt eh nicht besser hinbekomme. In diesem Sinne, nichts und niemand sonst hat in den letzten Jahren mehr Eindruck auf die Musikkultur in diesem Land hinterlassen als Kitschkrieg. Der reduzierte Sound, die Bilder in Schwarz und Weiß, das DIY-Ding. Diese ganze Idee, selten ein Gesicht, dafür umso mehr von sich selbst zu zeigen. Kitschkrieg haben nie mehr gesagt, als nötig war, und wahrscheinlich ist genau das der Grund dafür, dass ihnen alle zuhörten. Ihre Songs sind geblieben, fast wie zum Trotz. Es gibt ja inzwischen dieses Ritual immer wieder donnerstags, wenn man um 23.59 Uhr die neue Musik checkt und dabei alles Mögliche findet, nur keine neue Musik. Kitschkrieg haben an dieser zynischen Tombola um Positionen, Plays und Para nie teilgenommen. Sie haben einfach nur die Musik gemacht, die sie in sich gefunden haben, als es um sie herum so leise war, dass man sie nicht mehr überhören konnte. Damit schafften sie es auf Platz 1 der Charts, bekamen Platin und die Preise, die man so bekommen kann. Es war bestimmt nicht ihr Plan, aber sie haben gezeigt, dass es gehen kann, sogar dann, wenn wirklich gar nichts mehr geht. Viel Spaß, KK. Ja, das soweit zu diesem Intro. Und hier geht's dann los. Also wie gesagt, es ist ein dicker Bildband. Ich glaube, 236 Seiten hat das Ganze hier. Wir haben hier jede Menge Fotos. Dann haben wir hier auch noch Texte zu den einzelnen Tracks natürlich, die sich auf dem Album hier befinden. Fotos ohne Ende von Videodrehs und Making-ofs, weitere Lyrics. Also das ganze Album hier. Das ganze Kitschkrieg-Album hier nochmal entsprechend mit Fotos, aber auch textlich festgehalten und dokumentiert. Also, hier auf jeden Fall große, große Namen des Deutschraps mit dabei. Aber eben auch aus manchen anderen Genres. Das macht das Ganze ja noch spannender. Ja, dann kann man sich hier so durchblättern. Ich glaube, generell jetzt erspare ich euch das Seite für Seite durchzublättern. Das würde, glaube ich, dann echt zeitlich den Rahmen sprengen. Aber noch zur Info, das Ganze geht dann nicht nur über das Album, sondern, Moment, wo sind wir? Genau, hier endet das, glaube ich. Also das ist dann das Ende vom Album. Das ist übrigens auch das, was wir auf dem Poster hatten, diese Collage. Und hier geht's dann los mit der Geschichte von Kitschkrieg. Also, alles zum Album haben wir in dem ersten Teil, in der ersten Hälfte des Buches. Und jetzt geht's weiter mit dem Kitschkrieg, mit der History, mit der Geschichte seit Tag 1. Ja, 5 Jahre zuvor nennt sich das hier. Hier haben wir dann auch noch ein Lesezeichen. Es sind sogar 2 Lesezeichen, Tatsache. Eines schwarz und eines weiß. Wie sollte es auch sonst anders sein bei Kitschkrieg? Ja, und das Ganze ist dann auch hier wieder mit jede Menge Text, aber natürlich auch jede Menge Fotos unterlegt. Und dann kann man hier nochmal die History von Kitschkrieg nachempfinden. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Buch, dieser dicke Bildband mit 236 Seiten Inhalt. Einerseits zum Album Kitschkrieg, aber auch zu der History von Kitschkrieg. Dann haben wir die 5 Sticker. Wie gesagt, 2 davon im rechteckigen Format, 3 davon quadratisch. Dann haben wir das Album auf Doppelvinyl. Die 12 Tracks hier verteilt auf die beiden Vinyls. Dann das Poster und auch zum Album noch den Album-Download-Code. Der kommt hier auf diesem kleinen Zettel. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Kitschkrieg von Kitschkrieg. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kitschkrieg unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.